Moin Moin und herzlich willkommen zurück hier bei Fall of Porcupine bei den Chilling Gamern mit dem Chris Bro. Ja, wir haben das letzte Mal hier unser kleines Abenteuer in Porcupine gestartet und haben unsere Nachrichten hier morgens erstmal durchgelesen, uns einen kleinen Überblick verschafft und starten jetzt wahrscheinlich wieder in den Arbeitsalltag, denn unsere Pause scheint vorbei zu sein. Oh Mann, schon wieder so ein Traum. Ich bin richtig matschig, fühlt sich an, als hätte ich gar nicht geschlafen. Wenn das so weitergeht, bleibe ich einfach wach. Uff. Okay, hilft ja nichts. Aufstehen. Ja, dann aufhin, ne? Was ein Traum. Okay. Da bist du ja. Du stehst hier einfach so in deinem Topf, als sei nichts gewesen. Ich hatte eine ganz schön unruhige Nacht wegen dir. Okay, in echt sieht sie ein bisschen anders aus, die Pflanze. Aber du hast gut lachen. Du musst ja nicht zur Arbeit. Wenn ich heute Abend Strandsand in deinem Topf finde, gibt's Ärger. Während der Uni habe ich mit meiner Mitbewohnerin jeden Abend gespielt. In den 1 gegen 1 Wikinger-Kämpfen hat sie mich immer fertig gemacht. Ich dachte, ich kann mir ein paar Zockabende gönnen nach der Arbeit. Pustekuchen. Bisher ist die Kiste ausgeblieben. Ja, für so ein bisschen Spaß muss schon noch Zeit sein. Ach, steig. So schnell sind wir umgezogen. Nicht schlecht. Ich habe einen Haufen Post bekommen, als ich hier eingezogen bin. Porcupine ist nicht groß, trotzdem war es irgendwie nett. Busfahrplan, Kulturbroschüre und ein Probeabo der Tageszeitung. Vielleicht werde ich ja mal zu einem Zeitungsleser. Dann kaufe ich mir so eine Brille, wie Ingrid sie hat. Ja, denn geht's los zur Arbeit. Moin. Wahrscheinlich laufen wir gerade voll in die falsche Richtung. Manche haben eine Bäckerei in Laufweite oder einen Supermarkt. Ich habe einen Altkleidercontainer. Das ist doch auch praktisch. Ja, klar. Natürlich. Okay, ich will jetzt aber noch einmal auch in die andere Richtung gucken. Ja, sie sind hier aber eben schon nichts gelaufen. Seitdem ich hier wohne, steht das Fahrrad hier. Also entweder wurde es hier vergessen oder hier ist gerade keine Fahrradsaison. Wenn es im Winter noch hier steht, werde ich es mitnehmen und aufpäppeln. Die Idee. Alter, der Postbote. Guten Morgen, Finlay. Spät dran. Ah, hey Susi. Ja, hatte eine unruhige Nacht. Verrückter Traum. Ah ja, sowas kenne ich. Ich träume in der Regel gar nichts. Manchmal träume ich aber, dass ich laufe, einfach so auf der Stelle. Kommt bestimmt von der Arbeit. Ich habe gehört, dass Louis Colbert auch gerade schlecht schläft. Er macht sich Sorgen um den Laden. Die Leute kaufen einfach nicht mehr so viel Briefpapier wie früher. Ich meine, mir soll's recht sein, da habe ich weniger zu schleppen. Bist du denn schon auf deiner Tour? Was denkst du? Ich bin schon fertig und überlege gerade, was ich zum Mittag essen soll. Zum Mittag? Du hast echt einen besonderen Tagesrhythmus. Briefe können eben nicht laufen. Ich sollte das aber jetzt mal tun. Lass dich nicht aufhalten, verlauf dich nicht. Das passiert, wenn man die Stadt nicht so gut kennt wie ich. Ja, wir kennen die eigentlich gar nicht. Wieder eine neue Notiz. Susi, die Postbotin. Ja, nice. Wir freuen uns doch hier neue Leute kennenzulernen. Hier kommt wohl der Bus. Da hängt ein Zettel. Leider kann der Bürgerbus bis auf unbestimmte Zeit nicht verkehren. Wir bitten um Ihr Verständnis. Sehen Sie es positiv. Zu den aktuellen Spritpreisen läuft es sich doch schon viel leichter. Wir hoffen, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Na super, das kommt mir gerade recht. Wieso habe ich mir denn ein Monatsticket gekauft, wenn der Bus nur einmal im Monat kommt? Oh, scheiße. Da geht's auf jeden Fall hier oben zur Kirche und unten zum Blumenladen. Gehen wir nochmal zur Kirche. Hm.
Ich hoffe, das geht hier nicht auf Zeit, weil wir sollen ja nicht zur Arbeit gehen. Oh. Es ist so klar, dass man den Perlnebelwald von hier aus sehen kann. Ich mag diese morgendliche Herbstluft. Schade nur, dass ich nicht mehr Zeit habe. Ich hätte nichts dagegen, mir einen Kaffee zu holen und hier zu frühstücken. Also auf der Brücke weiß ich ja nicht, aber der Ausblick ist natürlich ganz nett. Alter, wer ist er denn? Mein lieber Herr Gesangsverein, Sie sind aber flink zu Fuß. Werden Sie von einem rollenden Felsbrocken verfolgt? Guten Morgen. Nein, nein, ich bin nur zu spät. Zu spät also? Wissen Sie, mit jedem Jahr, das ins Land streicht, habe ich mich von der Idee entfernt. Von welcher Idee? Von der Idee des Zu-spät-Kommens. Ist eine gute Taktik. Sind Sie neu hier? Ich habe Sie noch nie gesehen. Ja, tatsächlich. Ich habe vor einigen Wochen im St. Ursula Krankenhaus angefangen. Sie sind also Doktor? Ja, also fast. Ich bin Assistenzarzt. Das ist hervorragend. Leute wie Sie tun Porcupine gut. Mein Name ist... Oh, es ist wohl Adele oder Adele von Witterstein. Ich bin die älteste Mitbürgerin von Porcupine. Ich habe viele kommen und gehen sehen. Na, manche hatten es eilig. Manche sind bis heute geblieben. Aber Sie scheinen es eilig zu haben, Herr Doktor. Ja, aber nur um zur Arbeit zu kommen. Flotten Füßen sollte man keine Steine in den Weg werfen. Aber wenn Sie mal etwas Zeit übrig haben... Ich weiß eine Menge über diese Stadt. Sie können mich jederzeit fragen. Ja, da komme ich sehr gerne drauf zurück. Danke für das Angebot. Sehen Sie es als meine Berufung an. Und jetzt Volldampf. Sonst sterben noch mehr Personen vor mir. Okay. Die nächste Person. Adele von Witterstein. Was können wir hier lesen? Das ist das Gilberts. Hier kann man ganz gut hingehen. Man hat aber auch eigentlich keine Alternativen. Ich werde mich bei Zeiten mal wieder hier blicken lassen. Guten Morgen, Giuliano. Na, lange nichts mehr gesehen, Finlay. Ja, ich lag eine Weile flach. Ich seh's, dein Pflaster hat dich verraten. Ist denn alles in Ordnung? Ich komm klar, ja. Da bin ich mir sicher. Wenn du die Beule mit einem kalten Getränk kühlen willst, bist du jederzeit hier willkommen. Danke, Giuliano. Ich komme gerne mal wieder vorbei. Okay, ja, irgendwie finde ich, die müssen alle komische Stimmen haben. Da ist ja der Stadtbrunnen. Er zeigt Ninoslav Honoratus, Gründer von Porcupine. Was ist los, Nino? Warum läuft das Wasser nicht? Scheint kaputt zu sein. Ja, und ihr seht halt, hier wohnen ganz, ganz viele ja, Tiergestalten. Und hier oben geht's zum Bären. Oder vielleicht ist das Krankenhausding. Das Zeichen oder so. Ich weiß es nicht. Ja, wer wohnt hier denn? Dieser schrottige Anhänger stand noch nicht hier, als ich das letzte Mal zur Arbeit gegangen bin. Er ist auch abgeschlossen. Verdächtig. Was verbirgst du, alter schrottiger Anhänger? Vielleicht einen Schatz? Wurde in dir eine Leiche beseitigt? Oder vielleicht 10 Leichen? Trägst du eine supergeheime Alien-Technologie in dir? Bist du das Alpha und das Omega? Die Antwort auf die Fragen des Universums? Los, gib deine Geheimnisse preis. Okay. Da oben können wir doch bestimmt auch die Aussicht genießen. Alter, das ist aber ein dicker Baum hier. An dem Baum ist eine Tafel. Diese alte Rinde steht seit der Gründung der Stadt Porcupine hier. Ninoslav Honoratus, Gründer von Porcupine, hat ihn eigenhändig gepflanzt. Er war bekannt dafür, gerne Dinge zu verlegen und zu verlieren. Nach einer 100-tägigen Wanderung hat er diesen Ort erreicht. Er gründete die Stadt und baute sich ein Haus. Und an dem Tag, an dem er einziehen wollte, hat er seine Schlüssel verloren. 40 Tage später fand er sie an dieser Stelle.
Das hätte auch ich sein können. Ja, cool Story, Bro. Ja, und ich glaube wirklich, das ist wahrscheinlich das Schild zum Krankenhaus. Zum St. Ursula Krankenhaus geht es hier lang. Na, dann sind wir ja doch instinktiv in die richtige Richtung gelaufen. Den Weg zur Arbeit kennen wir halt. Guten Morgen, liebe Bushaltestelle. Wie gern wäre ich schon vor einiger Zeit bei dir ausgestiegen. Ganz entspannt mit einem Kaffee in der Hand. Naja, vielleicht ja morgen. Mach's dir nicht zu gemütlich, Haltestelle. St. Ursula Hospital. Wir heilen, wenn sie heulen. Starker Slogan. Diese Statue steht hier draußen. Von morgens bis abends bei Wind und Wetter. Beschwert hat sie sich noch nie. Wie machst du das nur? Ich vermute regelmäßigen Schlaf. Ausgewogene Mahlzeiten, dreimal die Woche Sport. Klingt unrealistisch. Ja, definitiv. Wer hat das schon? Das Krankenhaus ist nicht riesig groß. Trotzdem kann man sich hier ab und zu verlaufen. Blöd nur, wenn man am Ende aus Versehen auf dem OP-Tisch landet. Also, liebe Kinder, immer auf die Schilder achten. Parkplatz. Wir wollen uns auch mal kurz den Parkplatz angucken. Okay, hier stehen die Autos. Ich sollte langsam wirklich zur Arbeit gehen. Na gut, wenn es denn sein muss. Auto haben wir als Assistenzarzt noch nicht anscheinend. Tja, der Bus ist blöd, da muss der Fußbus her. Gut, dann mal auf in den Kampf. Der gute alte Snackautomat. Er sorgt für das Frühstück auf die Hand. Oder für die Belohnung nach der Schicht. Natürlich ist er kaputt, seitdem ich hier arbeite. Aber hey, es ist wichtig, Konstanten im Leben zu haben. Ja, wow. Auch wenn ich jetzt nichts gegen einen Chock-Dog hätte. Jeden Morgen strahlen sie mich an und machen sich über mich lustig. So wie sie es schon vor meiner Geburt getan haben. So wie sie es tun werden, wenn ich schon lange gegangen bin. Sie werden uns alle überleben. In tausenden von Jahren werden fremde Wesen diesen Snackautomaten ausgraben. Welchen Nutzen hatte diese Maschine? Welche primitive Zivilisation hat sie geschaffen? Das werden sie sich fragen. Vielleicht werden sie mit ihrer weit entwickelten Technologie an die schmackhaften Leckerbissen herankommen. Du hast noch eine lange Zeit vor dir, Snackautomat. Okay, Finley erinnert mich jetzt schon ein bisschen an JD von Scrubs. Er schweift auf jeden Fall sehr gerne mit seinen Gedanken ab und ja. Ja, können wir sehen, wie toll wir uns wieder so schnell umziehen. Schon sind wir im Arbeitsstress. Morgen, Kleiner! Du bist also wieder da, wie? Guten Morgen, Ingrid. Ja, meiner Verletzung geht es wieder besser. Ich habe natürlich von deinem Unfall gehört. Alle haben davon gehört. Man ist neugierig, was hier oben im 5. Stock passiert ist. Das wüsste ich auch gerne. Willst du meine Theorie hören? Ich weiß ja nicht, ob ich ihre Theorie hören muss. Aber ja gut, schießen Sie los. Es klingt vielleicht etwas kompliziert, aber die Indizien sprechen für sich. Ich habe es mehrfach durchgedacht und es ergibt alles Sinn. Und was denken Sie? Ich kenne dich jetzt erst seit ein paar Wochen. Aber es muss etwas speziell mit dir zu tun haben. Wirklich? Wie meinen Sie das? Naja. Es gibt hier in Porcupine dafür einen Begriff. Ein eindringlicher Fachterminus, der versucht, gesellschaftliche und anthropologische Merkmale zu definieren. Und zwar? Der Begriff ist... Tollpatsch. Wow. War nur ein Spaß, Kleiner. Hä? Wie geht's Herrn Anders? Der alte Brummkopf lebt noch. Liegt wieder gemütlich in seinem Bettchen auf der Station. Puh, okay, das beruhigt mich sehr. Du bist zwar erst seit kurzem hier, aber durch diese Nacht kennt man dich jetzt. Du bist der Junge, der überlebte. Alle wissen Harry Potter. Sehr witzig. Hehe. Aber im Ernst, es könnte sein, dass Leute noch Fragen an dich haben.
Stell dich vorsichtshalber darauf ein. Wie dem auch sei, mein Kaffee kühlt hier vor sich hin. Und du solltest jetzt mal deine Schenkel auf der Station schwingen. Im dritten Stock, falls deine Delle an der Rübe noch mehr Schaden angerichtet hat. Ich weiß, wo meine Station ist. Das ist gut. Dann mal hopp, sonst reißt Dr. Krukowski dir nämlich die Rübe ab. Sie haben recht. Ich mach mich mal los. Alter, dein Kaffee dampft noch voll hier. Mach mal nicht so einen Stress, Ingrid. Leider muss man jetzt ja bei Ingrid immer an diese tolle Indeed-Werbung denken, oder? Also, ich zumindest. Super. Ja, denn bevor wir noch Ärger bekommen, gehen wir mal in den dritten Stock. Aber natürlich nicht, bevor wir uns hier alles angeguckt haben. Alle einfach verschwunden. Geister. Wow, der Müll. Oh, okay. Hier geht's also auch aus. Ja, das sollten wir jetzt vielleicht nicht tun. Wow, wow, wow. Halt, stopp. Okay. Hier geht's zur Cafeteria. Ich kann jetzt aber nicht frühstücken. Ich spüre schon den eisigen Atem von Dr. Krukowski in meinem Nacken. Oder kann ich vielleicht doch? Nein, lieber kein Risiko eingehen. Moin. Bist du gegen eine Wand gerannt? Nein, ich hatte vor einigen Tagen hier einen Unfall. Ach, du bist der Neue. Fabi? Philipp? Finlay. Finlay, stimmt. Ich habe davon gehört. Soll dir einen ziemlichen Knall gegeben haben. Aber siehst positiv. Bei dem maroden Stockwerk hättest du auch durch den Boden brechen können. Dann wärst du direkt bei uns in der Station im vierten Stock gelandet. Ich bin Antonin. Bin in der Pflege, oben in der inneren 2. Wie auch immer. Ich muss weiter. Pass auf, wo du hintrittst, Finlay. Freue mich, dich kennenzulernen. Okay, wir nehmen die Treppen nach oben. Sehr vorbildlich. Und jetzt gehen wir auch mal lieber erstmal dahin, wo wir hin sollen. Auf die 3. Ist hier noch irgendwas Schönes? Sieht nicht so aus. Dann mal rauf auf unsere Station. Hier auf jeden Fall eine Menge Zimmer. Ja gut, aber hier sollen wir nicht hin. Eine Teeküche haben wir auch auf der Station. Das ist doch auch immer super. Ne, will nicht mit uns reden. Ah, Finlay, eine halbe Stunde zu früh. Erfrischend, so lobe ich mir das. Ich bin zu früh? Wirklich? Unsinn, Sie sind viel zu spät. Schon wieder. Lassen Sie mich raten, der Bus fuhr nicht. Ja, tut mir leid, ich... Planen Sie ab sofort ohne den Bus. Sonst planen wir bald ohne Sie, verstanden? Ja, verstanden. Tut mir leid, Dr. Krukowski. Wenn Sie erlauben, starten wir dann jetzt die Visite in Zimmer 301. Dann auf zur Visite. Hier haben wir Frau Martin. Guten Morgen, Sie sind ja ganz schön spät dran. Wem sagen Sie das, Frau Martin? Frau Martin hat es eilig, nach Hause zu kommen. Das ist ein gutes Zeichen. Etwas Ruhe brauchen Sie jedoch noch. Also, Frau Martin kam gestern mit Schmerzen im oberen Bauchraum zu uns. Zudem klagt sie über Sodbrennen, Übelkeit und Appetitlosigkeit. Ja, aber der eigentliche Grund war ein Stechen im Herzen. Da habe ich Panik bekommen und den Notarzt gerufen. Ich hatte solche Schmerzen, dass ich mich kaum bewegen konnte. Das war auch absolut richtig. Irgendjemand eine Idee? Mia? Ich? Also? Jetzt spucken Sie schon aus. Geh? Ja? Schwür? Ein Magengeschwür? Ist das eine Frage oder Ihre Antwort? Meine Antwort? Bingo,
Der Grund ist ein Magengeschwür. Die Ursache müssen wir noch untersuchen. Bisher weist nichts auf eine Gastritis oder dergleichen hin. Also, Frau Martin, Sie werden vermutlich noch eine weitere Nacht hier bleiben. Wir werden Ihre Werte später noch einmal checken. Versuchen Sie, sich zu entspannen. Finlay, Sie werden sich später nochmal um die Medikation von Frau Martin kümmern. Weiter geht's in Zimmer 303. Auf zack, zack. Okay. Aua. Ja, danke für das Gespräch, Frau Martin. Er chillt hier. Gut, aber was uns dann in Zimmer 303 erwartet, das sehen wir das nächste Mal, wenn es wieder heißt Fall of Porcupine. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, wie es euch bisher gefallen hat. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao.